Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Wir sind im Krankenhaus. Jetzt geht es so richtig los mit dem Krankenhaus und ich bin auch sehr gespannt, was hier passiert. Wir haben zuletzt ein paar Informationen auch gelesen. Einige sind ja sinnlos, einige andere helfen uns. Über Joshua Davis und was weiß ich nicht was. Ich frage mich bei dem einen Dokument, was wir hier, glaube ich, hatten. Na, ist es das? Ja, genau. Da frage ich mich, ob es da um diesen Eddie geht vielleicht. Im Gefühl, den Tod seiner Tochter verursacht zu haben. Es ist zum Beispiel eine Idee, vielleicht, dass es ja Eddie sind und weiß ich nicht, ne, die Tochter, die Laura meine ich jetzt, ne? Also da könnte das vielleicht, dass einer von beiden da drinnen irgendwie vorkommt, dass hier es um einen Patienten geht, der seine Tochter umgebracht hat, was zum Beispiel Laura sein könnte, oder auch, dass es hier als nächstes mit dem, der so gewalttätig ist, hieß es ja beim letzten Mal im Text, das könnte ja der Eddie sein, weil der hat ja auch zuletzt gesagt gehabt, ja, mir wird eh keiner vergeben und so. Ich finde, das würde ganz gut passen und erklären, warum die beiden hier sind. Es würde aber halt heißen, dass die beiden quasi eigentlich nur Geister sind und sie gar nicht wirklich da sind. Ja, ich glaube, ich kann auch noch eine andere Tür nehmen. Ich muss mal schauen, ob ich hier irgendwie noch durch kann. Weil hier glaube ich nicht. So, ich weiß nicht, stehe ich hier richtig, wo ich jetzt lang will? Nee. Eigentlich in die gegenüberliegende. Ich weiß nicht, ob das geht. Da? Die hier? Nee, da waren wir auch schon. Aber da ist doch noch eine Office-Tür, oder spinne ich jetzt? Die da? Da ist ja, geht ja gar nicht. Oder? Da, nee, da ist nichts. Aber halt quasi links von ihm. Aber da ist ja auch nichts. Er ist einfach nur auf der anderen Seite, nehme ich mal an. Gut, dann hauen wir mal ab, würde ich sagen. Es sei denn, du guckst hier noch. Aber ich glaube, er guckt immer wegen Maria. Ich würde sagen, wir machen mal hier im Krankenhaus ein paar Monster platt. Jetzt steht sie hier wieder. Ja, dann waren wir ja doch schon wieder hier. Ja, hier waren wir das letzte Mal. Dann gehe ich mal raus. Mischen wir doch mal den Laden hier im Krankenhaus auf. Freuen wir uns auf Krankenschwestern und so. Leute halt, die hier rumirren. Oh, das ist Maria, die wir da hinter uns hören. Das ist ja auch gemein. Kaputt. Kaputt. Abgeschlossen. Fahrstuhl. Fahrstuhl? Was ist... Weiß ich nicht, ist da was? Kaputt. Ist echt unheimlich hier. Kaputt. Alles im Arsch hier. Die allerletzte Tür, da komme ich ja nicht hin, weil da voll das Gerümpel steht. Aber da weiter rechts könnte ich eigentlich noch lang. Das sind nämlich die Toiletten, wie ich gerade sehe. Habe ich jetzt alles ausprobiert? Da ist noch eine Tür, die ich nicht ausprobiert habe. Wie kann das denn sein? Mein Gott, hier muss ich aber aufpassen irgendwie. Geh mal weg da, Uschi. Oh, geh doch mal zur Seite. So, das waren jetzt aber alle, oder? Ja, die sind alle zu. Okay, dann kann ich da nicht lang. Wir können noch mal eine Runde außen rum gehen. So. Oh, erschreckt mich nicht so. Alter. Ich freue mich echt schon auf die Monster hier. Ich muss sagen, ich bin heute zwar nicht so müde und so, aber so, ich hatte so Motivation. Jetzt kommt, jetzt spielen wir mal Silent Hill draußen, ist ja auch noch hell und so, ist ganz nett. Machen wir mal. Ah,
aber sobald ich jetzt hier nur ein paar Minuten drinne bin, ich krieg sofort so ein Gefühl von Scheiße. Abgeschlossen. Kaputt. Ich glaube, wir müssen das Stockwerk gleich wechseln. Was haben wir hier? Da ist das Treppenhaus. Vielleicht ist der Examination Room offen. Nö. Was ist mit hier rechts? Ich probiere nochmal vor den Examination Room 1. Bevor ich hier in diesen Flur gehe. Oh, Leute, die Kamera ist ja wohl so abgefuckt gerade. Wo soll ich denn jetzt lang? Ich glaube, kaputt. Okay. Dann den E probiere ich auch nochmal raus, der hier um die Ecke ist. Drücke auf die Knöpfe, aber der Aufzug rührt sich nicht. Na toll. Und die haben wir jetzt alle, ne? Ja, okay. Ich habe jetzt eine Runde gedreht. Aber da hinter uns ist auch noch wieder... Mein Gott, sind hier viele Türen. Oh Gott. Ich muss sagen, das ist jetzt doch echt ein bisschen heftig hier. Und ich brauche echt die Karte. Ohne die bin ich aufgeschmissen. So, jetzt laufe ich nach Ende. Zum Ende und dann links. Warum muss die Trulla jetzt eigentlich überall mitkommen? Abgeschlossen. Was mache ich jetzt? Das ist doch scheiße, dass die immer jetzt dabei ist. Ja, aber in den Flur werde ich ja wohl gehen können, oder? Weil ich meine, sonst habe ich ja ein Problem. Kommt man ja hier gar nicht mehr weg. Ja, schön. In den Flur. Hm, herrlich. So, hier ist ein Flur. Passiert jetzt auch schon Schreckliches oder eher nicht? Nee, gehen wir mal vom ersten Stock hoch. Ich wette, da oben sind Monster. Wenn schon nicht unten, dann auf jeden Fall gleich. 100 pro. Nochmal gucken, ob hier irgendwas ist. Nee, er guckt nur wieder nach ihr. Ah, war klar, dass offen ist. Zweiter Stock, Krankenhaus. Scheiße, 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 scheiße. Oh mein Gott. Sag mal, können wir ihr nicht die... Können wir ihr nicht das Messer geben? Scheiße. Leute, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Heftig. Nein. Scheiße! Scheiße, sind die hart. Die sind voll heftig. Und warum gleich zwei auf einmal? Hätte nicht eine gereicht? Das ist voll hammerschwer. Und ihr habt ja gesehen, wie viel Schuss ich auch brauche. Das ist ja Unverschämtheit. Hier, krass. Ja, da haben wir wohl ein Problem, wie es aussieht. Ich gehe natürlich jetzt direkt dahin, ohne die Räume hier unten abzuklappern, obwohl ich das natürlich immer blöd finde, das jetzt alles nochmal machen zu müssen, aber es macht ja nichts. Gar kein Problem, hier geht's raus. Wo war das nochmal? Nee, ja. Ja, das ist schön.
ganz tolle Wurst. Und sie muss natürlich, kann ja, warum kannst du nicht helfen, Frau? Kannst du nicht den ihr, warum nicht? Ist voll uncool, dass man ihr jetzt nicht auch eine Waffe geben kann. Wenn sie schon mitläuft, kann sie auch mithelfen. Mein Gott, hoffentlich kriege ich das hin. Und die Perspektive ist schön. Ja, komm, komm, komm. Wollt ihr mich verarschen? Ja, komm. Ey, wollt ihr mich verarschen? Wie viel denn noch? Lass sie in Ruhe. Ey, wie viel stecken die denn bitte ein? Das geht gar nicht. So viel Muni habe ich nie im Leben in diesem Spiel. Völlig übertrieben. Völlig übertrieben. Was haben wir hier? Erstmal umgucken. Schrank lässt sich nicht öffnen. Da ist etwas in der Tasche des weißen Laborkittels. Ich habe den Schlüssel zum Untersuchungszimmer. Ja, schön. Ganz toll. Ey, ich reg mich gerade voll auf, wie hammerschwer das ist. Es geht gar nicht. Guck dir mal das Poster an. Hier mit der Blonden. Damit sie einen blöden Spruch bringen kann. Er guckt sie immer an, ne? Oh, das irritiert mich voll. Ich hoffe, wir haben hier alles. Hier ist ein Magazin, das hilft mir jetzt aber auch nicht weiter. Nee. Und was da draußen los ist, erst recht nicht. Scheiße, echt. Wie viel Muni ich verbraucht habe. Nein! Nein! Hoffentlich sind hinter mir keine. Nee. Kann man da rein? Oh, da kann man auch rein. Oh, hier liegt was. Ow. What's wrong? I just pricked myself. Are you okay? Yeah. Ich habe die verbogene Nadel. Aha. Nur ein normales Plüschtier, sonst nichts. Das ist eine Schrotflinte im Schrank. Ja. Ich hab eine Schrotflinte. Sieht nicht aus, als gäbe ich hier etwas Nützliches. Nö, war ja nur eine Schrotflinte im Schrank. Nö, ist klar. Moment, ich will noch mal rein in den Raum. Oder wollen wir das Vieh erstmal platt machen? Nee, genau, mal rein. Wenn nur eine da ist, nehme ich auf jeden Fall einen Schläger, weil die viel zu viel einstecken, ganz ehrlich. Das ist voll übertrieben. Warum guckst du das denn dann aber noch so an, dann? Wenn du das schon, wenn du da alles hast, das kapiere ich jetzt auch nicht. Gibt's hier nicht noch mehr? Lässt sich nicht öffnen. Schrank lässt sich nicht öffnen. Hm. Hier, da eine Einkaufstüte. Hier ist eine Tüte, da ist nichts drin. Oh. Ein paar neue Klamotten für Maria. Nicht? Na gut. Dann gehen wir raus. Hey, komm mal rüber. Komm mal hier. Komm mal her. Du Scheißvieh. Warum dreht sich die Kamera immer? Das ist voll der Mistscheiß hier. Komm her. Komm her. Oh, wie eklig. Oh, wenn man hier so steht und nur darauf wartet, dass der kommt. Oder die Krankenschwester, Monster. Kuh. Komm her jetzt.
Mann, wenn da noch mehr sind, dann ist das voll scheiße. Und ich will nur eine. Die war nicht tot wahrscheinlich, ne? Komm, lauf wieder zurück, bitte. Das hört sich so nah an. Oh, die ist bestimmt hier jetzt voll um die Ecke. Ja. Hey. Scheiße. Da hängt etwas am schwarzen Brett, aber es ist nichts weiter Interessantes. Super. Voll heftig hier. Nein, nein! Tritt drauf! Mann, tritt drauf, du Depp! Boah, und er ist auch voll angeschlagen schon wieder. Ich merke das schon. Ja, das wird eine schöne Sache hier im Krankenhaus. Ich super. Kaputt. Kaputt. Heftiger Mädel, das ist kein guter Zeitpunkt, mir im Weg rumzustehen, ganz ehrlich. So, da vorne gibt es noch einen Raum und dann den anderen. Mal gucken, ob wir da noch mehr finden. Wir haben ja schon mal den Examination-Schlüssel, das ist ja schon mal schön. Das ist ja doch Fahrstuhl, oder nicht? Eigentlich schon, oder nicht? Geht der hier? Drück auf die Knöpfe, rührt sich aber nichts. So, und wo jetzt hin? Da war doch noch was. Der hier vorne rechts. Den muss ich auch nochmal ausprobieren. Kaputt. Und dann noch was da hinten irgendwo. Hinten links, alles klar. Oh nein, es ist offen. Ja, Patron. Da ist doch ein Monster. Da ist irgendwas. Ja? Kommt ihr bitte? Oh, offen. Einfach mal von den Monstern geflüchtet. Was ist hier? Da steht was. Ich habe den Schlüssel Lapisauge. Da ist aber noch was. Ich habe Schrottpatronen. Da ist doch irgendwas. Was ist da? Hallo? Da war doch was. Ach, sie ist das. Oh, willst du mich verarschen? Ich dachte, da steht so eine scheiß Schaufensterpuppe wieder. Okay. Und da ist sonst nichts mehr? Okay, dann, ja, dann ja, gut, dann. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Komm rauf. Da kommt schon die nächste. Nein, komm. Oh Mann. Geht doch. Okay, die nächste. Komm, 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 komm. Von wegen. Mach sie fertig. Ey, tritt drauf. Tritt drauf. Ey, dass ich immer zweimal daneben haue und ihm geht's wieder voll scheiße. Gott sei Dank haben wir alles bei uns. Noch. Oh, bin ich aufgeregt jetzt, ey. Bin ich aufgeregt. Mein Herz. Wieder offen. Oh. Ich sehe nicht was. Nein! Mach! Warum ist das so schwer? Mach! Drauf! Tritt! Drauf! Du blöder Vollidiot. Echt. Patronen für die Pistole. Ich finde das natürlich super hier alles gerade, aber ich spare trotzdem. Ich spare so viel ich kann. Ein Fernsehgerät, es scheint kaputt zu sein. Ich bin schon wieder angeschlagen. Ey, scheiße.
Oh Mann, ey, in was bin ich da nur reingeraten hier mit den Krankenschwestern? Ist das krass so, Marty, ey. Kranke Scheiße. Nein. Geht doch. Kaputt. Offen. Tritt drauf, tritt drauf, tritt drauf. Mann. Schrotpatronen. Ja, schön. Alles voll schwierig hier. Was ist hier noch? Gesundheitsdrink. Dankeschön für die Sachen. Recht herzlichen Dank. So, dann war's das hier. Raus. Oh, nee. Nein! Ey, willst du mich verarschen? Willst du mich echt ernsthaft? Willst du mich verarschen? Tritt drauf. Ja, komm, warte, bis sie aufsteht. Toll gemacht, Jade. Toll. Ja, komm. Wie wär's, wenn du stirbst? Ja, komm, nun mach doch mal. Ey, es tut mir leid, ne? Aber es regt mich hier megamäßig auf, wie scheiße das hier ist. Und dass die Gegner wiederkommen, wenn man rausgeht. Ich könnte kotzen, echt. Das ist ja wohl nur der letzte Kack hier. So, die vorne rechts noch. Dann laufe ich runter und speichere. War das hier, wo ich hin will? Oder stehe ich jetzt... Nee, da war ich ja gerade. Okay, nächste rechts. Hab ich dann alles hier auf dem Gang, oder? Nee, Examination Room 3 müsste ich auch noch mal. Den Day Room habe ich auch noch nicht. Boah, Kacke. Da vorne, links. Bin ich jetzt... Welche ist es jetzt? Die nächste, okay. Offen. Okay, ein Verbandskasten. Danke. Was haben wir noch? Verstreute Papiere, ganz normales weißes Papier. Mhm. Oh, hier ist aber was. Eine Schreibmaschine. Damit kann ich nichts anfangen. Moment mal, was ist das? Es ist noch ein Blatt Kohlpapier in die Schreibmaschine eingespannt. Ich kann die darauf hinterlassenen Eindrücke lesen. Ich kenne sie. Ich kenne die Nummer der Kiste. 9598. Sie kann ihm nicht mehr helfen. Der Knopfschlüssel macht mir keine Angst. Also kann keiner etwas daran ändern. Wer ich bin, weiß nicht. Wer ich bin, wer ich bin, wer ich bin, wer ich... Ja, okay. Was ist hier hinter der Wand? Gar nicht gruselig, dass da so ein Tuch hier hängt und, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich werde jetzt hier einen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part mit Silent Hill 2. Bis dann.